Danke. Ich möchte zuerst sagen, also ich glaube auch, dass diese Anschläge in Paris also hochmanipulativ gestaltet worden sind. Also es ist bekannt, wie über Geheimdienste und Public Relations und Werbeagenturen also diverseste Fakes veranstaltet werden und wie die Medien das praktisch niemals aufklären. Man kann höchstens eben in alternativen Medien dann recherchieren. Ne? Wie News 23 als Beispiel oder Ken Jebsen, Schall und Rauch etc. Ne? Also euch allen ist das bekannt. Wenn ich jetzt denke an die nicht an NSE, sondern NSU-Affäre, was da im Hintergrund alles drinnen also passiert ist, wie der Verfassungsschutz involviert ist in Deutschland in der NSU-Affäre, wie wenig dann wirklich offiziell darüber berichtet worden ist, relativ wenig. Als Beispiel, das Ganze schrecklich und extrem will ich jetzt sagen, die Folterung, die Pädophilie, also die satanischen Rituale, wenn ich jetzt denke an die Marc Dutroux-Geschichte in Belgien, die ja weitaus schlimmere Dimensionen erreicht hat, als wie dann bei uns, also in den deutschsprachigen Ländern oder in den Ländern außerhalb Belgiens berichtet worden ist. Ja, also dass das enorme Ringe sind und dass Marc Dutroux nur ein kleiner Strippenzieher ist, ja, dieser ganzen Geschichte. Ja. Wir wissen also, wie so Geschichten zusammengestellt werden können. Es ist praktisch alles ein Fake gewesen, die großen Kriegsszenarien, die man entwickelt hat. Nicht? Wir wissen das alles. Heute die Brutkartenlüge ist als teilweise also ist angesprochen worden und vieles andere. Also wem nützt es? Jetzt stehen, das ist heute auch schon gesagt worden, stehen die großen Leitmedien wieder als die sogenannte freie Presse da, was wir nicht sehen. Ne? Es gibt eine Pressefreiheit, aber eben keine freie Presse und das ist eine Tragödie. Und die ganze Pegida-Geschichte natürlich sehr differenziert zu betrachten. Also ich will die auch nicht, allerdings wenn man sich anschaut, als Beispiel Ken Jebsen ist kein Freund der Pegida, der fürchtet massiv die Spaltung, die natürlich auch da ist, also wem nützt. Ja? Ich habe hier mit jetzt auf PDF, was der Andreas Bock gestern also im Video gesagt hat, am 11. Januar 2015, und man kann sich das auf PDF ausdrücken, droht eine Islamisierung oder eine US-Amerikanisierung Europas, von Andreas Bock. Also das ist von gestern, ich habe das ausgedrückt, ja, ausgedruckt, und ich werde das natürlich auch kopieren und heften und dann die wichtigsten Passagen unterstreichen und dann in den U-Bahnen oder auch in Pressehäusern, wenn man noch reinkommt, ich weiß es nicht, ja, weil es ja, wird ja verstärkt bewacht, wie wir wissen, ja, also die Polizei ist ja aufgefordert, verstärkt worden seit den Anschlägen in Paris, aber zumindest in Universitäten, U-Bahnen und Kaffeehäusern dieses Manuskript von Andreas Bock verteilen, und das möchte ich als Anregung verstanden wissen, also das auch zu machen und die Leute ein bisschen was dazu erklären. Das wäre mal ein guter Anfang, also um wirklich massiver Leute auch zu erreichen, ja, damit wir nicht hier praktisch in gewisser Weise ghettoisiert sind, also aus einer Ghettoisierung herausgekommen. Ja. Das wollte ich sagen. Ja. Danke.